Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Pokémon Mond Nuzlocke Challenge. So, im ersten Teil sind wir gerade mal angekommen und jetzt haben wir Professor Kukui getroffen und müssen jetzt den Inselkönig finden. Auf dann! Also, Kukui, du erkennst den Inselkönig sofort an seinem Äußeren. Er sieht sehr inselköniglich aus. Ja, dann wollen wir uns mal aufmachen. Lili, ein Ort, an dem Pokémon gedankt wird. Wir wollen aber erstmal alle kennenlernen. Na, wer bist du? Wuff, wuff. Wuffels. Mein Wuffels ist ein ganz toller Beschützer. Wenn ich einkaufen gehe, ist er immer an meiner Seite und wenn ich schlafe, bewacht es meine Tür. Ah, so ist das. Die Pokémon bewachen einfach die Tür. Sehr geil. Ah, da ist ja noch jemand. Schon allein durch die Anwesenheit meines Pokémon wird mir ganz warm ums Herz. Wir sind unzertrennlich. Wir essen zusammen, wir baden zusammen, wir verbringen jeden Tag miteinander. Das hohe Gras ist wie eine Schatztruhe, in der verschiedene Pokémon verborgen sind. Sehr richtig. Und wer bist du? Mein kleiner Bruder, mein Pokémon und ich machen uns beim Spielen immer schmutzig. Wir sind eben echte Geschwister. Wenn ein Wuffels dich mag, reibt es als Zeichen seiner Zuneigung seinen steinernen Fellkragen an dir. Das tut allerdings ein bisschen weh. Ach Quatsch. Wuff, wuff. Und wer ist das? Lässt man nachts das Fenster offen, hält die Nacht auch im Zimmer Einzug. Deshalb wird man irgendwann müde. Ja, so ist das. Ob Pokémon oder Mensch, wer ordentlich isst, ist danach natürlich auch ordentlich müde. Das ist der rechte Zeitpunkt, ins Bett zu gehen. Dann wacht man morgens auch gestärkt auf. Ja, dann machen wir es mal auf zu Professor... Ne, zum Inselkönig, ne? Wir wollen ja unser Pokémon kriegen. So, und wer ist hier? Es heißt, dass die Menschen über das Meer nach Alola gekommen seien und die Region in Zusammenarbeit mit Pokémon aufbauten. Was für eine Beziehung wir zu unseren Pokémon pflegen, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Für manche sind sie Partner für Pokémon-Kämpfe. Für manche sind sie Partner für Pokémon-Kämpfe, während andere mit ihnen als Freunde zusammenleben. Wir sind ja eher die Pokémon-Kämpfer. Hä? Was? Fragezeichen? Ach, das ist doch die... Was ist nur los mit dir? Warum willst du so dringend zu den Ruinen? Das ist auch die Dame, die geflohen ist. Aha, hier ist also der Schaukampf. Inselkönig Hala ist der stärkste Pokémon-Trainer auf Mele Mele. Aber im Moment ist er nicht da. Vermutlich hilft er irgendwo jemandem beim Training. Oh, ja, cool. Dann, bei schönem Wetter folge ich dem Wind und gehe, wohin es mich führt. So, ich habe mal die Beleuchtung ein bisschen runtergefahren. Sieht ein bisschen dunkler aus und nicht mehr ganz so hell. Mahalo-Bergpfad. Lauscht mal der Musik. Und hier sind auch Pokémon im Hintergrund zu hören. Was will sie nur? Bitte bleib in der Tasche. Was, wenn dich jemand sieht? Ein verbotenes, gestohlenes Pokémon? Wir werden es ja bald erfahren. Ah.
3 hat... Ach, wie tack. Oh, jetzt hat's Angst. Wir müssen es retten. Punkt, Punkt, Punkt. Alles okay? Ich brauche deine Hilfe. Wölkchen ist in Gefahr. Piu! Diese Habitat greifen Wölkchen an. Aber ich habe zu große Höhenangst, um ihm zu helfen. Mir schlottern richtig die Knie. Ey, du wolltest doch gerade rüber. Oder? Ach nee, Wölkchen hat dich ja hierher geführt. Uah. Ganz langsam. Oder auch nicht. Oder? Nein. Komm. Oh nein. Ach, da ist der Beschützer, der... Wie heißt der? Schutzpatron. Ja, danke und so. Was für ein Glück. Fast hättest du wieder deine Kraft eingesetzt. Du weißt doch, dass du das nicht sollst. Erinnerst du dich nicht mehr, wie sehr dich das beim letzten Mal geschwächt hat? Ich möchte das nicht wieder mit ansehen müssen. Aber eigentlich müsste ich mich wohl bei dir entschuldigen. Damals hast du deine Kraft nur eingesetzt, um mich zu beschützen. Jetzt wäre ich an der Reihe gewesen, dich zu beschützen. Aber ich war völlig hilflos. Piu! Was hast du? Ein glitzernder Stein. Er fühlt sich ganz warm an. Oh, entschuldige. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Du hast uns sehr geholfen. Okay, wer bist du? Oder? Nein, dieser Stein, er gehört dir, oder? Ja, danke. Ein Glitzerstein. Bitte verrate niemandem etwas von Wölkchen. Du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du es für dich behalten könntest. Komm, geh bitte wieder zurück in die Tasche. Ja, kein Pokéball? Wo ist der Pokéball? Oder ist es wie das Ash-Pikachu, das einfach nicht in den Pokéball möchte? Also, ich möchte nicht, dass Wölkchen noch einmal etwas zustößt. Tut mir leid, dass ich dich so überfalle, aber könntest du uns wohl zum Dorfplatz begleiten? Ja, ja, machen wir schon. Machen wir schon. Ah, Professor Kukui. Hey Archie. Den Inselkönig hast du nicht gefunden, wie es aussieht. Aber dafür hast du schon meine Assistentin kennengelernt. Schön. Ach, deine Assistentin. Ich stelle euch einander aber gerne auch noch richtig vor. Also, das hier ist meine Assistentin. Wie, ja, mein Name ist Lily. Wie der Ort, Lily. Lily, das ist Archie. Er ist ganz frisch nach Alola gezogen. Um genau zu sein, ist er gestern erst hier angekommen. Wäre schön, wenn du ihm das eine oder andere zeigen könntest. Du bist also ein Bekannter von Professor Kukui. Freut mich, dich kennenzulernen. Me too. Schaut nur, Hala, unser Inselkönig ist zurück.
der Mann, der vom Schutzpatron auserwählt wurde. Er ist in ganz Alola für sein Talent als Pokémon-Trainer bekannt. Da ist er, Le Chef. Was ist hier los? Habe ich irgendwas verpasst? Hala, wo haben Sie denn bloß gesteckt? Ich bin meinen Pflichten als Inselkönig nachgekommen. Wenn es irgendwo auf Mele Mele Probleme gibt, ist es meine Aufgabe, sie zu lösen. Ich habe auf dem Weg hierher Kapuriki am Himmel gesehen. Gibt es hier irgendwelche Vorfälle, während ich fort war, Lilly? Ja, ich wollte Ihnen gerade davon erzählen, Hala. Mein kleiner Freund wurde auf der Hängebrücke von einigen Habitak angegriffen. Doch dieser Junge hier ist ihm zu Hilfe geeilt. Aber dann ist die Hängebrücke plötzlich mit beiden darauf eingebrochen. Um ein Haar wären sie in die Tiefe gestürzt. Doch der Schutzpatron hat sie gerettet. Wow, unglaublich. Hut ab! Kapuriki ist zwar dem Namen nach unser Schutzpatron, aber es hilft nicht jedem. Du musst sein Herz bewegt haben. Kukui, dieser junge Mann hat viel Mut und Fürsorge bewiesen. Das muss belohnt werden. Zum Dank bekommt er sein erstes eigenes Pokémon von mir. Im Gegenzug würde ich mir wünschen, dass er den Pfad eines Pokémon-Trainers einschlägt. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Hala, der Inselkönig von Mele Mele. Willkommen in der Alola-Region. Kukui hat mir schon von dir erzählt. Es freut mich, dich kennenzulernen. Kommt, meine kleinen Pokémon. Ihr wollt ihn sicher auch willkommen heißen. Oh, da geht's los. Oh, cool. Ich weiß schon, wen ich nehme. Hier hätten wir zuerst Bautz, ein Pokémon vom Typ Pflanze. Bauhu. Als nächstes darf ich dir Flamiau vorstellen, ein Pokémon vom Typ Feuer. Miau. Und zu guter Letzt hätten wir hier noch Robal, ein Pokémon vom Typ Wasser. Robaba. Cool. Welches Pokémon wählst du? Das Pflanzen-Pokémon Bautz, das Feuer-Pokémon Flamiau oder das Wasser-Pokémon Robal? Also ich habe mir von Anfang an Bautz ausgesucht. Warum? Ja, hat ein cooles Typing, Pflanze Flug und die Endentwicklung sieht auch richtig cool aus. Ich denke, es ist ein physischer Angreifer. Ja, die anderen beiden gefallen mir auch. Vor allem hier mit seiner Endentwicklung. Aber ich nehme doch Bautz, die Eule. Eulen sind cool, also nehme ich Bautz. Fällt deine Wahl auf das Pflanzen-Pokémon Bautz? Also, ja, doch. Ich nehme Bautz. Du hast dich für Bautz entschieden. Es handelt sich allerdings erst um eine wahre Partnerschaft, wenn der Partner, den du dir ausgesucht hast, auch dich auserwählt. Na, da bin ich gespannt. Dann wollen wir mal sehen, ob Bautz dich als Partner anerkennt. Ja, komm. Bautz schaut dich prüfend an. Stille. Ja, er hat uns doch auserwählt. Du hebst Bautz liebevoll hoch. Bahu! Das Pflanzen-Pokémon Bautz plustert sich vor Freude auf. Oh, Bautz hat dich als Partner akzeptiert. Jetzt, wo ihr euch gegenseitig auserwählt habt, seid ihr zwei für immer Freunde. Ja, das hört sich doch gut an. Möchtest du Bautz einen Spitznamen geben? Ja, das ist ja bei der Nuzlocke-Challenge das Ding, ne? Und wie nenne ich es?
dachte so an Rob oder Robin. Ja, wie nenne ich Bautz jetzt? Lass mich überlegen. Ich nenne ihn Rob. Robin Rob. Rob wurde in dein Team aufgenommen. Bautz also, ja? Warum bist du schon wieder so zappelig? Solange Harla und der Professor in der Nähe sind, bist du sicher. Aber das ist nur eine Ausnahme. Du musst immer brav in der Tasche bleiben, ja? Ich denke, du hast eine gute Wahl getroffen. Bitte pass immer auf dein Pokémon auf. Natürlich. Klasse, Archie. Ab heute kannst du dich Trainer nennen. Und zu diesem Anlass bekommst du von mir ein kleines Geschenk. Du erhältst den Pokédex. Der Pokédex ist ein ausgeklügeltes Gerät, das automatisch Einträge für alle Pokémon erstellt, die du auf deiner Reise triffst. Dein neuer Partner Bautz wurde bestimmt auch schon registriert. Wirf ruhig mal einen Blick drauf. Aber gerne. Und dann habe ich noch einen Trainerpass für dich vorbereitet. Aber ich würde sagen, du solltest schnell nach Hause gehen und deiner Mutter deinen neuen Begleiter vorstellen. Meinst du nicht? Selbstverständlich. Moment, schauen wir uns den Herrn Bautz doch mal an. So, wir gucken jetzt mal. Bautz kann Tackle, Blattwerk und Heuler. Ist Wesen robust, das heißt weder Plus noch Minus. Was noch? Hat es noch irgendwie die Werte? Moment. Bin gerade am Gucken. Ach doch, ach, die Werte. 23 KP. Alles wunderbar ausgeglichen. Es scheint ein... ja... Angreifer zu sein. Boah, ich hätte mir einen physischen Angreifer mehr gewünscht. Aber... robust. Ach, da können wir noch was mitmachen. Mit ihm. Also gehen wir zu unserer Mutter. Und dann geht's auch schon los. Ah, Trainerpass. Name Archie, ID-Nummer 640381, Geld 5000 Dollar, Abenteuer gestartet am 3.1.2011. Ja, gut. Haben wir 40 Minuten. Aber erstmal nach Haus zur Mutter. Ah. Hey du, hast du Lust auf einen Pokémon-Kampf? Oh, nicht so voreilig. Bevor man jemanden zum Pokémon-Kampf herausfordert, sollte man sich vorstellen. Haha, das habe ich doch glatt vergessen. Also, ich bin Tali, der Enkel von Inselkönig Harla. Wie Gary. Mein Partner Pokémon ist Robal. Mensch, dein Bautz sieht aber auch total cool aus. Danke. Wie gesagt, wir müssen unbedingt endlich gegeneinander kämpfen. Ehrlich gesagt habe ich dich schon überall gesucht, weil ich einfach nicht warten konnte. Ich schaue mir Kämpfe nur sehr ungern an. Ich mag es einfach nicht mit anzusehen, wenn Pokémon sich verletzen. Aber ich werde dich anfeuern. Hui, das wäre dann dein erster Pokémon-Kampf. Ganz schön aufregend. Denk immer daran, dass die Wahl der besten Attacken über Sieg und Niederlage entscheidet. Ich hoffe, du nimmst die Herausforderung meines Enkels an. Wenn ihr beide euer Bestes gebt, könnte das ein wahrlich fesselndes Duell werden. Oh yeah. Und da ist der erste Kampf, ne? Komm schon, sag ja. Der Sieg wird mein sein. Jetzt ist gerade schlecht. Der Sieg wird mein sein. Spitze, oh, das wird großartig. Tatsache, alles klar, auf in den Kampf. Los geht's. Die neue Kampfmusik. Pokémon-Trainer Tali fordert dich heraus. Er setzt Robberlein. Ah, da sind wir gelernt im Vorteil.
In den alten Editionen hatte man hier den Nachteil. So. Was nehmen wir? Tackle, Blattwerk oder Heuler? Joa, Blattwerk. Und macht wie viel Schaden? Boah, macht deftigen. Oh, das macht ja gar nichts. Lass mir kurz. Blattwerk, Stärke 40. Der Anwender greift das Ziel mit Blättern an. Sehr schön. Also los geht's, Blattwerk. Nochmal. Und da haben wir den ersten Sieg. Volltreffer. Kaffee. Rob erhält 65 Erfahrungspunkte und steigt ein Level auf. Oh yeah. Ah, also doch ein guter physischer Angreifer. Schade, Tali. Oh wow. Archie gewinnt 100 Poké-Dollar. Wow, du hast es echt drauf, Archie. Das war doch der Name, oder? Dein Bauz ist so cool. Alles klar, morgen beim Fest gebe ich alles. Welches Fest? Nanu, Archie. Dürfte ich den Glitzerstein, den du da hast, mal kurz ansehen? Boah, wie hat er das erkannt? Oha, das ist ja ein... Opi, ist dieser Stein etwa... Sag mal, Archie, Kapurike hat dich gerettet, richtig? Ja, das stimmt. Ich verstehe, du wurdest also nicht nur gerettet, sondern hast auch den Stein erhalten. Ich habe das Gefühl, es war Schicksal, dass du nach Alula gekommen bist, Archie. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich den Stein für eine Weile an mich nehmen. Keine Sorge, du bekommst ihn gleich morgen wieder zurück. Du hast eindeutig Talent als Trainer. Deshalb würde ich dir dringend ans Herz legen, morgen an unserem Fest teilzunehmen. So, Archie, Zeit zurückzugehen. Ich begleite dich noch bis nach Hause. Lily, du kommst auch am besten mit. Wir wollen schließlich nicht, dass dein kleiner Schützling in Schwierigkeiten gerät. Da haben Sie recht, Professor. Ich werde gut auf Wölkchen aufpassen. Da ist er. Hast du vergessen, was ich gesagt habe? Du sollst doch in der Tasche bleiben. Jo, und damit verabschiede ich mich ganz kurz und wir sehen uns dann gleich beim nächsten Mal. Also dann, bis später.